rot gefärbte Haare, extravagante Kleidung und eine Vorliebe für Süßes. Die Rede ist von Eni van de Maiklokjes. Die TV-Moderatorin kreiert sowohl für Auftritte auf dem roten Teppich als auch für Dreharbeiten vor der Kamera immer wieder außergewöhnliche Looks. Doch je mehr die sympathische Frohnatur über ihre Hobbys preisgibt, desto weniger ist über ihr Privatleben bekannt. Im Juni 2014 heiratet die 45-Jährige den dänischen Musiker Tobias Sterbo. 3 Jahre später werden die beiden Eltern von Zwillingen. Während Enis Ehemann auf Instagram ab und an mal Einblicke in sein Leben als Zwillingspapa und Ehemann gibt, hält sich die gebürtige Potsdamerin da ziemlich bedeckt. Umso größer ist die Freude diesmal, denn Eni, die mit gebürtigem Namen Doreen heißt, teilt in ihrer Instagram-Story einen seltenen Schnappschuss mit Ehemann Tobias. Offensichtlich sind die beiden im Wald spazieren und genießen die Ruhe fernab vom städtischen Trubel. Während die leidenschaftliche Bäckerin auf einem Baumstamm posiert und nachdenklich in die Ferne blickt, grinst ihr Liebster verschmitzt in die Kamera. Witziges Detail: die identischen Pullover, die die Eheleute tragen. Couple Goals im Wald, im Strand, heißt es dazu. Mit diesem Schnappschuss machen die beiden nicht nur Werbung für eine Klamottenmarke, sondern setzen auch ein eindeutiges Zeichen. Auch wenn es uns selten gemeinsam zu sehen gibt, uns gibt es nur im Doppelpack.